Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Welche Gruppe auf eurem beschissenen Discord und Einladung für Kai und mich? Hallo, hallo, hat er gerade geschrieben. So, warte mal, jetzt wird's ein Hexenwerk-Chat. A few moments later. Aber das Problem ist, ich habe meinen Namen vergessen und kann mich jetzt nicht anmelden. Ich muss mir kurz ein neues Konto erstellen. Dann mach ruhig, ne? Dann erstell dir ein Konto, ich schick dir schon mal diesen Code von Formel 1. Damit kannst du ja schon mal arbeiten, ne? Weißt du, wie das geht? Mit wie man da reinkommt? Wo schickst du den Code? Digga, jetzt mal ehrlich, ihr habt doch, was kriegt ihr da zu essen in London? Habt ihr eigentlich nur Scheiße im Kopf? Wo soll ich denn die schicken? Bei WhatsApp? Und den Code gibst du ein in diesen Liga-Event. Okay. Na, oder weißt du es? Oder einfach über einladen. Den Liga-Code, den schicke ich dir jetzt. Ich mach das ganz kurz hier mit Discord, dann komm ich. Nice, okay, gut. Wow, Chat, wow, wow, wow. Er ist jetzt hier drinne, Freunde, aber irgendwie hat er irgendwas eingestellt, dass man ihn nicht hört. Und er hört uns nicht. Er hat da irgendwelche falschen Einstellungen. Rudi, Timo ist zum Beispiel stumm, er müsste uns hören, aber wir hören ihn nicht. Ach du Scheiße. Was jetzt in der passiert? Ich hab Dart gespielt und hab in die Wand geworfen. Ach du Scheiße. Ja, mein Gott, dann kaufst du mal eine neue Wand. Gebt ein Poster drüber, glaub mir. Ja. Von mir. Auf eine neue Wand, Mann. Ja, aber das sieht so abgeratzt, so richtig großes Stück raus. Bin's neue Wand oder Poster? Ja, habt ihr Obi? Oder du kaufst ein neues Haus. Eins von beiden. Ja, wird schon. Habt ihr Obi? Geil. Aber Willi, das ist es. Ja, ist es halt auch mal. Selbst anpacken. In the process. Meine Musik jetzt ist weg. Top 8. Ach, sehr, sind wir jetzt doch in Belgien? Ja. Jetzt habe ich kein Setup rein da. Scheiße. Scheiße, habe ich auch nicht. Jetzt und habe mich gedreht, Digga. Mann, ich habe auch schon wieder... Mann, ich sitze eine Stunde in der Lobby und dann fahre ich gegen eine Wand, Digga. Wenn jetzt jemand gegen mich fährt, nachdem ich eine Stunde wie so Falschgeld hier in der Lobby sitze, der wird auch gebannt. Da kenne ich gar nichts, Digga. Da wird bei mir gebannt. Auf PSN, Twitch, Insta, Twitter, überall. Bei mir gibt es auch einen Bann, wenn ihr nicht vorsichtig fahrt. Du bist P20, Timeout, auch für Felix. Rudi auf der 3. Respekt. Kai auf der 6. Wie viel da bin ich? Auf der 13. Was? 13? Ich fahre eigentlich viel, voll gut. 3 und 6. Ey, Bro! Pedro! Wie krass dreht man sich denn mit diesen scheiß Setups? Okay, warte. Mir fliegt die ganze Zeit das Lenkrad weg. Okay, 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 okay. War es okay, Chat? Nee. Ist völlig okay. Warum lacht er so eklig? Ja, hast du die letzte Kurve rausgedreht oder was? Nein, das sagt man nur so. Ey, 15 mit Dreher, nehm ich. Hier durchdrücken. Oh, jetzt Konzentration, sei im Tunnel. Sei im Tunnel. Wer gegen mich fährt, ist ich sag's jetzt schon mal. Okay. Lol, was ist hier passiert? Okay, warte mal. Okay, ist völlig okay, Chat. Ich hab meine Flügel, das ist das. Bin auch so fein, das gibt's gar nicht. Flügel behalten. Da wird gleich einer ausrutschen. Da passiert's, da rutschen sie. Ach, Digga. Tom BVB. Digga, ich muss hier wieder... Ey, Gamer Bro, das ist nicht normal, das sorry. Bei allem Respekt, das ist... Nee, da kommt auch kein Ton, ne? Ist euch eigentlich nicht gefallen? Ja, ach, Mann. Also, wenn Corey vor mir kommt, dann zieh mich eine Woche im Gala-Trikot. Platz hier, Corey. Ich mach mal alles an, hä? Scheiße, hab ich hier auch in die Box. Nein, Eli! Was denn? Fuck, Digga, Eli ist vor mir in der Box. Dann, oh, wir gehen in die Box, das kann ich gar nicht mehr nach vorne. Warten. Nein. Eli, nein. Eli! Mach einen Abgang, Eli! Let's go, Eli! Lass dir Zeit! Trink Kaffee! Cappuccino, alles! Entspannung! Und jetzt komme ich nämlich wieder ran. Ah, nee, das geht nicht, ich bin raus. Ich kann mit Setup zu fahren, das ist geistkrank. Es ist wirklich geistkrank, ich komme durch keine Kurve. Abfahrt! Aber, also jetzt mal Real Talk. GGs, aber warum tue ich mich so schwer? Weil das Auto ganz anders ist zu fahren. Also du hast nicht mehr diese Balance, wie bei, wenn du diese automatischen Abstimmungen nimmst, weißt du? Corey mit der 2 Sekunden Zeitstrafe, wird gar nichts. Havel Dent ist raus. Havel Dent, ich glaube, was schmeckt. Guckt ihn euch an. Oh, ich glaube, der hat noch einen mit in den Tod gerissen. Der hat so geparkt auf der Strecke. Mann, Digga, und Timo redet schon wieder seit 3 Minuten nicht. Das heißt, er ist schon wieder auf der 1 oder so eine Scheiße. Er sitzt da zu Hause, ne? Mit seinem Unterhemd. Und ich sag, er hat so Achselgulli. Eli, schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. So Achselgulli. Ja, habe ich. Wie viele bist du? Auf der 2. Mann, Junge. Er ist wirklich auf der 2, ne? Ist das so eklig. Ey, Timo, sei mal schlechter, ehrlich. Was soll sowas?
Digga, ich hab mich gedreht. Oh, Rudi! Rudi, lebst du noch? Ach du Scheiße, das war's, ey. Rudi aus der Session ausgeschieden. Fuck, der Mann hat ein Schleudertrauma. Ruf mal einen an Arzt. Was für eine Nummer muss man wählen in London für einen Arzt? Keine Ahnung, auf jeden Fall hätte ich den so angegriffen davon. Oder hätte ich mich nicht gedreht, wäre ich safe vor dir gekommen. Eligella, this is mode 12, Szenario 1. Let Jeff Hardy pass for the championship. Philly! Hatte. Mit bisschen Wiese! Mit bisschen Wiese! Hatte Korrei? Hatte Korrei? Und da ist Korrei wieder hinter mir. Korrei ist raus. So, und jetzt schnappe ich mir hier Jeff Hardy nochmal. Kriegt er nochmal? Ist es der S-Zone? Ist doch der S-Zone, oder? Ist der S-Zone. Nee, hier nicht. Es gibt nur eine. Innen rein. Lass ihn! Nur wegen Timo. Und dann bin ich bei Pedro. Das war der klassische Cheesy-Tsunami. Digga, ich hätte. Also wirklich, das war. Nee, das wäre so knapp gewesen. Hallo. Mit mir jemand wetten? Ja. Ja, komm, leg noch 25 mit rein bei mir und. Okay. Du musst 30 Sekunden vor mir kommen. Du musst noch meine Wettdings da einlösen. Ja, ich habe kein Tor mehr gemacht. Ja, machst du noch. So, meine rüberlegen. Da hab ich dir gar nichts gemacht. Und da gehe ich auch aufs Gas, guck's dir an, zack. Boah, das ist eine Top 10. Das ist safe eine Top 10. Das sind zu dolle gebrummt. Bremst. Halt mich auf den Laufenden. Ja, nehme ich jetzt aber wieder gut. Gehe hier mit Topspeed um die Kurve. Okay, ich auch. Bremst hier ein bisschen, aber gehe ich hier auch wieder rein. Und rein. Jetzt gehe ich aufs Ganze. Drück jetzt gehe ich auch. Bremst aber hier natürlich ein bisschen nicht, dass ich aus der Kurve schieße. Ja, komme dann hier gut raus. Oh, ja. Hier nochmal die Außen mitnehmen, damit du hier. Ja, hier nehme ich sie relativ eng. Spiele aber mit dem Gas, ja, komme wieder raus. Ich habe auch. Also, das war nice auf jeden Fall genommen von mir. Wie schnell binden die alle? Und jetzt, ja, definitiv Top 10. Boah, scheiße. Definitiv. Weiß nicht. Bei mir ist es eine 18. Was? Eine 12? Eine 12, Billy! Ich bin 14. Boah, gar nicht so schlecht. Ich habe eine Kurve richtig scheiße genommen. Havertz ist nicht deutscher. Der kriegt es technisch nicht auf die Reihe. Ich bin stolz auch auf Timo, dass das hinbekommen hat. Ohne Grund. Ich muss ihn nicht mal anrufen. Wie schnell vor allem auch. Ja, wie schnell auch. Wirklich gut. Und ich will eigentlich noch ein 2 gegen 2. Was denn hier mit Leimer? Hat er noch Angst oder was los? Ja, der konnte halt nicht. So, jetzt ach, einfach nur ruhig bleiben. Vor mir gibt's wieder Karambolage. Einfach ruhig, alles ruhig angehen. Erstmal, wie f***st du? Boah, jetzt hab ich wieder Bock auf The Wolf of Wall Street. Hey, haut doch ab, Alter. Ganz ruhig, Jungs. Ich bin eine Frohnatur. Ja, Tom ist hinter mir, das heißt nichts Gutes, ernst. Guck mal, ich hab mich... Kai, pass auf. Digga, was machen die hier? Guck mal, Korean. Nee, keine Zeit. Er hat keine Zeitstrafe bekommen. Er ist einfach gerade ausgefahren. Oh, Ungarn ist so stacked Hilfe. Digga, wie rette ich mich? Tom, raus. Sehr gut, Tom. Und dann nimmt er meinen hinten mit. Geil. Donnelly auch raus. Und hier dreht sich auch schon wieder jemand. Marvin, mal ruhig. Haben wir mal ein paar Meter gut gemacht. Hier habe ich ein paar verloren. Digga, wer ist denn hinter mir? EMH. Mann oder Maus? Mann oder Maus, Ema. Digga, die sind voll gut alle, ne? Boah, hab ich hier einen Meter liegen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Guckt euch EMH an. Er ist ein Weltfahrer. Keine Chance. Stacked Lobby. Wir müssen Wetten mit Top 10 machen. Stacked Lobbys. Wer liegt denn hier? Boah, Digga. Oh, Ema hat gechoked. Ema hat sich gedreht. Und jetzt sind wir da. Die geben mal alle hier kurz einen Punktestand. Ich bin 10, Jeff Hardy 9. 6. Timo. 3. Wie viel da ist Kai? 5. Hilfe, wie gut. Das hat sich nach überholt. Ich bin so am Kämpfen, Chat. Jeff Hardy, mach ruhig. Du weißt, wer die 1 ist? Krieg dich nicht mehr. Fuck! Ja, das war so ein intensives Rennen, Digga. Leck mich am Arsch, ey. Digga, das war richtig intensiv. Das war richtig, ey. Broski, wir waren alle dahinter immer in einer Reihe. Wusstest du das? Ja, ja. 10er hat er gesagt, Digga. Ne? Also, hier wurde, ne? Also, ne? Jeff Hardy rein hinter Eli Geller. Das wollte ich mal so gesagt haben. Ja, plus, komm, minus Eli, ich hab hab ich vorhin auch. Nee, ich sage so offen und ehrlich, ich komm nur meins 1 gegen 1, Berliner. Ey. Was ist denn los, Berliner? Hör nix. Also, ich muss dazu sagen, ne? Also, vorhin habe ich auch gesagt, ich habe mich gedreht, ne? Also, ja, wo bist du los, Berliner? Okay, dann lass uns fahren. Wie, das war das zweite Rennen, ne? Ja. Wer mehr Punkte am Ende holt? Ja, okay. Okay. Um wie viel? 10. Wie viel? Um 10 gibt's das. Viel Glück, Männer. Viel Glück. Viel Glück, Bro. Halt die Ohren steif, Thema. Boah, ich kenn Scheiße. China, aber nicht. Da fährt man diese Kurve. Digga, was ist denn das hier? Ich bin die zum ersten Mal gefahren. Also, ich habe keine Ahnung, wie man das fährt. Ja, ich habe verkackt. Digga, was ist denn das? Ich glaube, ich fahre China gerade zum zweiten oder dritten Mal. Digga, ich fahr's zum ersten Mal. Ja, weiß ich nicht, ne? Alter Schwede. Digga, was ist das für eine Strecke? Na, jetzt geht's rein. Und jetzt geht's rein. Jetzt geht's. Qualifying.
beendet. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. P11 ist okay. Was bin ich? Ich bin 13. P12. Ich bin 13. Was? 11, 12, 13. Oh, aber Rudi am Nachlassen. Wieder nur P5. Auf der 5 selbst nur. Ein Kai ein dahinter. Scheiße ist es. Jungs, ist euch bewusst, dass Eli hinter mir ist? Ich hinter dir, Broski? Lights out and away we go! Und geiler Start, Sommer! Oh, geiler Start! Hellet ab mit dem geilen Start! Der Hellet ab wird seine Flügel verlieren, safe. Digga, der geht da so aggressiv rein. Hilfe. Und da drehen sie sich schon. Ja, Digga. Und ein Hellet ab von innen! Und ich bin ein besserer Konterspieler als Timo Werner am Nacken. Okay, ich bin hinter dir. Hey, Tom! Tom war's. Mann, Tom! Mann, Digga, wer fährt? Nein, Digga. Was war denn das hier? Wer ist, welcher ist das gewesen? Fabian Helm, du Schatz. Was bist denn du für ein Ja, und das ist es, Fabian. Ich hab einen gelben Flügel, Bruder. Tom hat einfach wirklich den Tsunami gemacht. Ja, ich seh's im Spiegel. Er hat dich angeschoben und du glaubst, ja, ich bin genau. Nicht cool. Nee, ich bin dann raus gewesen. Er hat dich komplett dann weggemacht. Mann, Tom. Er macht einfach den Tornado. Boah, Digga, man kann nicht fahren mit einem gelben Ding hier auf der Strecke. Mal hier Platz, Justin. Lass mal die großen Jungs ran. Reife Leistung, nice. Ja, definitiv erste. Platz gelassen, definitiv. Ich höre dieser Kevin hier, von dem ist der, ich schwöre, der schummelt die ganze Zeit. der schummelt. Der fährt einfach die ganze Zeit einfach über Kurven drüber. Also das mache ich aber auch. Müssen wir holen, das könnte aber riskant sein, Großer. Ja, merkst du selber, lässt es lieber, hä? Oh, ja. Willi, weiß ich ja, nicht. Ja, ich bin ja weiß ich nicht. Justin. Hol ihn dir! Wieso ist Justin schneller als ich? Verstehe ich nicht. Junge, mein ganzer Chat legt Augen auf Justin. Das ist eine Top 8 Wette und er und ich wechseln die ganze Zeit die Plätze. Der hängt dir so am Heck. Ja, und Rudi fährt schon wieder um die 1. Nee, oder? Wie viel da ist er? Zweiter. Achtung, ja, ich hab Achtung. Der will mich jetzt holen. Was soll ich machen? Okay, krass. Das war ein Donut. Der tut weh. Boah! Rudi mit dem Exit aus der Hölle! Ich hole mir Justin, obwohl es wird so schwer. Ich bin nicht mehr in seinem DNF. Aber ich komme vor Kai und das heißt schon, dass es echt hier komische Sachen passiert sind. Die Lobby ist stacked. Ey, also was Rudi, Marvin S73 und Filippino da vorne fahren, ist wirklich großes Kino. Digga, Kai kommt sogar noch, hä? Rudi holt das Ding. Alter! Ey, Timo, ich guck hab mich mal, gedreht, wie knapp das war. Das war ey, Eli, du schaffst es, der hat sich gedreht! Leute, Justin hat sich gedreht! Justin choked! Digga. Also, ich glaube, das war Fettmanipulation. Ich glaube, der hat mitgemacht. 1, 2, 3 ist ja ganz, ganz gottlos, was ihr da abgeliefert habt. Ey, das war so krank, Willi, ne? Die waren die ganze Zeit 3 Autos hintereinander. Mann, ich will Team auf Lenkrad sehen, ehrlich. Ja, aber der fährt die ganze Zeit 1, 2, 3 die ganze ja, Zeit. Ja, das ist geistkrank. Das ist ja geistkrank, aber Lenkrad. Das will Ding ich ist, sehen. Das Potenzial mit Lenkrad wäre halt bei ihm, glaube ich, krass. Ich habe da vorher gespielt mit Lenkrad. Ich habe Krämpfe bekommen. Na, da kann ich. Ja, ich auch. Kenn mich hier gut aus. Gibt einmal bei einer Firma, die ich immer beleidige. Ich habe immer Angst, mich zu drehen. Ah, das ist scheiße. Mann! Also ich habe komplett verkackt. Das ist schon mal gut. Nee, ich habe auch verkackt. Oh mein Gott. Habe ich verkackt? Horein wurde disqualifiziert. Was ist das? Denk mal, guck mal, die ganze Zeit unten. P10, fuck ey. 10, 1 hinter Kai. 17. Was? Digga, die ist so quick, die Lobby. Wow. Ich hab nicht einen großen Fehler gemacht, ne? Ey, aber die Lobby ist wirklich crack. Wenn Rudi auf der 7 ist, ist wirklich was faul. Digga, die ist übelst crack, die Lobby. Ich bin direkt in der dritten Kurve gegen die Wand gefahren mit Flügelstart. Ja, okay, Digga, das ist unglaublich, Digga. So eine Öle-Lobby. Das sind doch eure Leute. Das schmeißt die ja draußen. Hashtag 10 von Elias in sich. Das ist halt wieder viel schöner. Dark, Broski, hier hast du nicht viel Platz. Hier hast du nicht viel Platz. Egal. Freu dich. Mach den Tornado und alles ist gut. Boah, oh Gott, bin ich schlecht gestartet. Leck mich. Besser als Kai gestartet. Uiuiuiui. Boah, gedreht. Nice.
Warnung, ich habe da gar nichts verursacht. Guck's mir an, hier liegt jemand schon wieder. Mann, lass mich doch mal. Egal, ich hasse es zu starten, es ist mir einfach zu intensiv. Ich auch. Und jetzt kann war das Fabian der Huren? Jetzt kann ich mich nur noch selbst aufhalten. Digga, ey, cry now, du bist so ein fetter Spasti, Digga. Go, Chad, let's go! Digga, er fährt volles Carraro hinten rein. Dieser Filipino, kann man den rausschmeißen? Warum? Oh. Ist so gut. Boah, ich hab ganz böse Probleme hier. Ja, ich fahr auch wie eine ehrlich. Ja, ich auch. So, jetzt schnapp ich mir den da. Du hast 2 Sekunden Zeit schaffen, mein Freund. Boah, Hilfe! An diese scheiß Kurve da nicht. Oh, die nehme ich ja sensationell. Boah, aber. Wohin willst du denn hinfahren? Ich will gerade ausfahren. Ja, aber da musst du doch einlenken. Ich war an der Bande. Ich bin super gefahren. Ich war vorne. Ich war vor dir. Ich war safe vor dir. Ja, aber du. Hä? Ich habe die Kurve super genommen und war vor dir und bin dann auf die Ideallinie gefahren. Ganz einfach. Ja, aber du darfst dich ja nicht einfach auf die Ideallinie konzentrieren. Ich war vor dir. Ich war der Harvey Dennis Blitter, geil. Ja, und ich bin in seinem Nacken drin. Boah, Bro, weiß nicht, ob das mein Fehler war. Also, Eli, zu 100% nicht meiner. Ja, okay, entspann dich. Dann kriegst du ja eine 10 Gifts. Es geht nicht darum. Nee, das ist mir doch egal, Junge. Man denkt, es geht ums Abs. Nee, aber das war nicht meiner. Ich war in der Bande. Ich hab dir Platz gelassen. Fabian ist dran schuld, in meinen Augen, Digga. Fängt schon an, Alter. Fabian, Digga, und jetzt kann ich schon wieder nicht fahren. Jetzt krieg ich keine scheiß Kurven hin. Wenn man einmal gelbe Dings da hat, dann kannst du nicht mehr fahren. Das Allerwichtigste ist, dass man niemanden irgendwie, dass man am Anfang niemanden... Warte mal. Nee, hat keinen Sinn. 11 Sekunden. Das wird nichts mehr, Chat. Das ist auch eine Stack-Lobby. Mann. Eli, wenn du den holst auf der langen Gerade... Schmeiß den raus! Gut bremsen! Nein! Jetzt! Es hat keinen Sinn mehr. Emma ist vor mir. 9 Sekunden. Kevin, ich werde auf der 11. Ich bin auf der 11. Vierter geworden oder Fünfter. Und hol mir eine 2-Sekunden-Strafe in der letzten Schikane. Was ist mit Kai? Harvey Dent. 3, Eli. Harvey Dent auf der 3. Ich wollte zu viel. Ich wollte den vierten Platz nicht abgeben. Mann, Digga. Aber P6 ist okay. Die sind so gut irgendwie. Es wäre vielleicht eine 9 oder 8 drin gewesen, Max. Aber mehr auch nicht, Chat. Okay, Mod. Mit klassische Wette. Willi oder ich. Wer ist vorne? Eli, du weißt, wenn ich Hilfe brauche, ne, was dein Job ist. Ich mache jetzt hier ganz. Ich fahre rein. Nein. Rot sehen. Nochmal mitnehmen, wenn du was Rotes siehst. Was ist denn das hier? Italien. Ist auch schon wieder scheiße schwer, oder was? Hab verkackt nice. In der ersten Kurve. Oh Gott. Nice. Hier guck ich mal, hier drücke ich mal kurz drauf. Guck's dir an. Hier gehe ich auch. Also, einen Schönheitspreis gewinne ich hier auch nicht, Willi. Ich fahr super, Chat. Bis jetzt, Hamilton. Hier gehe ich auch rein. Mann! Nicht mal so scheiße. Keine schlechte Zeit. Ich sag, du bist vor mir. Was hast du? Ich seh's nicht. 12? 14. Digga, das ist eine Stack-Lobby. Harvey Dent. Mann! Digga, die sind so krass hier. Marvin, Filipino, Tokatan. Die sind immer Top 5. Ey, Tom, du bist auf der 11. Wenn du Willi rauskegelst, hol ich dir das Trikot. Ja, Eli, ich sag dir eins, wenn du... Warte, ich sag dir, ab wann du ihn raushauen kannst, eventuell. Digga, was war das denn gerade? Aufpassen! Digga, jetzt fahr ich. Pass auf, ich bremse doll. Ja, ich seh's. Ich bin... Ach, du Scheiße. Boah. Tom hat... Und wer hat mich rausgehauen? Tom, was eine Ironie des Schicksals, ne? Digga, was geht hier ab, Alter? Ja, was Tom, geht hier Digga. Für eine Scheiße ab? Digga, Tom weiß ich nicht, Bruder. Wirklich, dein zweiter Fahrer ist bei Scheiße Ferrari abgegangen. Ist der größte Drecksfahrer, den ich kenne. Oh, Rudi, komm unten rein, weil alle so fahren. Weil, Digga, welcher Bloody Star fällt mir die ganze Zeit hinten rein. Ja, Tom. Guck mal, Tom, Eli, ja, siehst du? Ja, du bist ein kleiner Mach. Du bist ein Hier passieren deswegen Sachen, du das ist Wahnsinn. Bei mir, du Mach weg, Eli. Mach weg! Ich würde so gern gegen ihn fahren, gerade. Aber ich will nicht für die Believer im Chat. Digga, The King, Digga, du bist, wenn du noch... Schneid dieses Kind aus deinen Armen, du Wichser! Musst du in die Box, Willi? Musst du? Na, guck dir Filipino an, Digga, guck dir Filipino an. Musst du auch? Filipino, ja, Tom raushauen und du hast mein Segen für die nächsten Runden. Derjenige, der Tom raushaut, ist safe beim nächsten Mal dabei. So, der mit uns fährt. Hol ihn raus, Philipp. Du bist beim nächsten Mal dabei, ich sag's dir. Hundertprozentig. Philipp? Blatt ist da jetzt du!
Sehr gut, Elias. M97, gute Attacke. Sehr schön gefahren. Bloodystar, bitte hol ihn dir. Du bist beim nächsten Mal safe dann dabei, Bloodystar. Du weißt das. Ich merke mir deinen Namen. Meine Mods werden mich daran erinnern. Wenn du ihn so richtig schön gegen die Leitplanke bringst. Korea ist aus der Session ausgeschieden. Nur so einen kleinen Rempler nur. Wir sind hier im Männerbereich. Auch Don Elia. DNF, Marvin liegt hier. Digga, Tom ist Vierter. Bloodystar, bitte hol ihn. Wie viel da ist ein Broski? Der holt mich, glaube ich, gleich noch ein. 18 Sekunden in zwei Runden. Ja, aber ich habe einen hellgrünen Flügel. Ich komme nicht mal mit Speed um die Kurven. Digga, da fährt doch nicht Tom da vorne. Ist der so schnell? Ja, also, Digga, Tom ist ja eigentlich scheiße. Er ist Vierter und er macht keinen schlechten Job. Bitte Bloodystar, hol ihn raus. Letzte Runde, wo es richtig wehtut. Digga, Tom ist Dritter. Wollen die mich verarschen? Justin, hau Tom bitte raus. Du bist beim nächsten Mal dabei. Ich merke mir deinen Namen. Einfach gegen ihn fahren. Das kann dir nichts passieren. Das ist wie ein gekaufter Schiedsrichter. Ach, Willi, das tut so weh. Na ja, aber bis jetzt ist das Rennen auch nicht zu Ende. Ja, 12 Sekunden, eine Runde. Ja, lass mich mal einen Fehler machen. Ich habe mich schon mal gedreht und ich bin auf dem Kiesbett. Digga, mal kurz fürs Protokoll. Tom ist Zweiter. Was? Digga, ich bin Dritter. Ich bin Vierter. Ich wurde Vierter. Wieder Digga, die berühmte wie geil Vier. Ist das denn? Ist es mir aufgefallen? Was denn? Verfluchte Vier. Ja, ich bin immer Vier. Ich war noch nie auf dem Podium. Tom wurde Zweiter. Sieben. Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Digga, Tom hat meinen Flügel von grün auf hellgrün gemacht. Super, Tom. Wäre ich nicht nach rausgegangen, wäre ich weg. Aber jetzt hier mal ein GG rein, ne? Eli Geller wieder. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat, ne? Das könnte sein, dass Tom mit seinem Trikot kriegt. Ravi Dent mit dem DNF da auf der 19. Der ist direkt Erdekurve aufgebaut. Ich glaube, Eli, du hast mich auch eingeholt, ne? Weiß nicht, aber du musst mir nicht geben, ist okay. Nein. Das sind normale Rennereignisse, weißt du? Bloodystar 96. Ey, aber Tom auf der 2, Clap. Ich drück dir die Daumen. Ich wage zu bezweifeln, dass er es war. Digga, er hat Leute eingeholt. Er war Siebter. Ich war Achter, er war Siebter. Er ist Zweiter geworden. Er hat nicht einen Fehler gemacht. Tom ist mit 2 Punkten an mir vorbei. Der kriegt das Trikot, ehrlich. Ich sag, der hat einen Kollegen angerufen. Ey, das war richtig Wahnsinn. Eli Geller auf der 12. Vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen mit Fahrer 1 und Fahrer 2, ne? Weiß ich nicht. Also, hey, ich muss also mir keine 10 geben, aber vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen mit Fahrer 1 und 2. Maybe you have to think about your place, Valtteri. Hast du 30 von Dings da bekommen? Ich bin trotzdem im Plus. Digga, das ich ist bin krass. Raus, hat Spaß gemacht. Demo, mach weiter, du bist ein super Fahrer. 30 Dinger, ihr seid ja der Knüller. Mercedes! Boah, und auf die Willi 1. Mit 10 verschenken. Oh, Gamer nice. Brother mit 30. Mann, das wird einer meiner Lieblingszuschauer. Falls Digga, ich habe 275 Subs schon an Willi gegiftet. Aber das ist nicht der echte, oder? Das ist der echte, sonst würde das doch nicht mehr. Digga, er ist so ein Ehrenmann. Er hat mir gestern oder vorgestern einfach so 50 auch gegeben. Er ist so nett immer. Krass. Ey, jetzt hau ich mal kurz auf den Tisch imaginär. Ohne Scheiß, Illy, der Kuschelkurs kann jetzt auch mal bei dir langsam vorbei sein. Du musst dir die ganze Zeit rum. Oh nee, mit den großen Wetten nicht. Wo bist mit du denn mal? Warum sieht das nicht in den Wetten? Ich guck's mir noch an. Ab dem nächsten Mal, wo wir zocken, ist Illy in den Wetten mit drin, sag ich euch ehrlich. Aber hier nicht um 50 Dinger, ich bin dann kleiner. Keine Ausreden mehr. Mit 5 gibt's das. Ihr seid viel besser als ich. Ja, dann gründ halt nochmal 2 Firmen. Ihr seid viel besser als ich.